Vielen Dank. Danke. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott hat seinem Sohn Macht gegeben über alle Menschen, damit er allen, die an ihn glauben, ewiges Leben bekommen können. Und es klingt aus dem heute gehörten Johannesevangelium etwas heraus, dieses, man scheint aneinander vorbeizureden. Jesus redet von seinem Vater und die Zuhörer verstehen nicht. Die sind weiter im Alten stehen geblieben und meinen, Jesus nimmt sie auf den Arm. Aber in Wirklichkeit zeigt sich hier die ganze Tragik von Menschen, die nicht verstehen, nicht verstehen wollen, nicht verstehen können, wenn sie mit Jesus zu tun haben. Und der Gottessohn hat die Macht. Ihm ist die Macht gegeben. Er ist der gute Hirte, der die Macht hat. Die Metaphorik im Johannesevangelium ist auch eine Lichtmetaphorik. Er ist das Licht vom Licht. Wahrer Gott vom wahren Gott, heißt es im Glaubensbekenntnis. Das Licht kam in die Welt. Sein Licht bewirkt eine Reaktion in den Menschen. Es tritt eine Scheidung ein zwischen jenen, die zum Licht kommen und jenen, die es scheuen und sich dem Licht verweigern. Der Sohn ist nur Licht. Er kann nur diese Herrlichkeit, diese Gnade, diese unbeschreibliche Liebe ausstrahlen. Heutzutage hat man auch das Bild, dass im Grunde im Gott alles sein muss. Dunkelheit, wenn er vollkommen sein will, Dunkelheit, Elend, Schrecken, Herrlichkeit, ein großer Topf, in dem alles reingerührt wird. Aber das ist falsch. Jesus ist das wahre Licht. Er kann gar nicht Dunkelheit sein. Er ist Gnade, unbeschreibliche Liebe. Und er nutzt seine Macht ausschließlich in dieser Bewegung. Von sich weg hin zum Menschen. Und man kann diesem Licht nur entgehen, indem man sich verschließt. Und etwas tut, was mit diesem Licht unvereinbar ist. Da stellt sich die Frage, warum verweigert sich denn der Mensch? Warum mag er das Licht nicht? Weil man das Licht hasst. Aber besteht die Erlösung nicht gerade darin, vom Bösen erlöst und zum Tun des Guten überhaupt erst befähigt zu werden? Aber das Licht deckt nicht einfach nur schon vorhandene Unterschiede auf. Gab es denn, bevor der Erlöser kam, überhaupt Menschen, die nicht Böses taten? In Römer 3,12 heißt es, alle sind abgewichen, alle verdorben. Keiner tut, was recht ist, kein einziger. Das ist gerade der Grund der Rettungsbedürftigkeit, unserer Rettungsbedürftigkeit. Und tatsächlich sind alle Menschen Sünder, bevor sie vom Licht erreicht werden. Vielmehr wird der Unterschied dadurch überhaupt erst geschaffen, dass das Licht es dem Menschen ermöglicht, sich in ein neues Verhältnis zu seiner Sünde zu setzen. Also das Licht ermöglicht es, dass der Mensch wie ein Erwachsener reagiert und sagt, das tue ich bewusst. Oder wenn er in der Beichte bekennt, das war nicht gut. Das ist großartig, dass ein Mensch das erkennen kann, dass er zu seinen Handlungen in eine Stellung gehen kann, sich freuen kann über jemanden, den er zu Tode gequält hat, dem er in ein Martyrium geschickt hat oder indem er mit jemandem weint, sich hinter ihn stellt und dadurch Heilung bewirkt. Das kann alles der Mensch. Das ist, seitdem das Licht in der Welt ist, möglich. Jetzt kann der Mensch nicht mehr sagen, es gibt kein Licht, es gibt keine Gebote. Das ist nicht mehr möglich. Dann klären wir, wie es in der Textstelle heißt, Jesus zum Lügner.
sich in ein Verhältnis zu setzen. Der eine ergreift diese Möglichkeit, der andere nicht. Der eine ergreift die Macht, die der Erlöser ihm in seiner Liebe gibt. Der andere verzichtet auf diese Macht und versucht, mit der Sünde Kompromisse zu schließen. Die Macht des Erlösers zu ergreifen, bedeutet, im Lichte Gottes die eigenen Taten als das anzuerkennen, was sie sind, als böse. Und gerade das ist das erste Tun der Wahrheit. Der heilige Augustinus spricht in diesem Zusammenhang, Zitat, der Beginn der guten Werke besteht im Bekenntnis der bösen Werke. Vor dieser Notwendigkeit stehen wir ausnahmslos alle. Also noch einmal, das ist so ein schöner Impuls, um in die Beichte zu gehen. Der Beginn der guten Werke besteht im Bekenntnis der bösen Werke. Also wenn ich keinen Neuanfang plane und irgendwie so weiter wursteln will, wie ich das bisher mache, dann kann kein neuer Anfang geschehen. Und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Bekennen wir aber unsere Sünden, so ist er treu und gerecht. 1. Johannes 1,9. Genau dies durfte jemand erleben, der eine der berühmtesten und wunderbarsten Bekehrungen durchmachte, die die Kirchengeschichte kennt. 20. Januar 1842 erschien dem Juden Alfons Ratisbon die Mutter Gottes. Dabei wurde er nach seinen eigenen Worten von einem inneren Licht erfasst, das im Grunde die Wahrheit selber ist. Das ist geschehen. Er hat sich auf eine Reise in den Orient, glaube ich, aufgemacht und ist dann irgendwie auch in Rom gestrandet und in einer Kirche ist ihm dann dieses widerfahren. Er wurde von einem inneren Licht erfasst, das im Grunde die Wahrheit selber ist. Und die Wandlung, die er erfuhr, war radikal und erschütterte ihn zutiefst. Er verglich sich im Nachhinein mit einem Blindgeborenen, der plötzlich das Tageslicht sieht. Obwohl Maria kein Wort sprach, erkannte Ratisbon auf einen Schlag vollständig die Wahrheit des katholischen Glaubens. Und mit dieser Revolution seiner Erkenntnis ging eine innere Umkehr seiner Seele, ja seines Willens, seiner ganzen Gesinnung Hand in Hand. Ich zitiere ihn, ich sah in der Tiefe des Abgrunds das äußerste Elend, aus dem ich durch eine unendliche Barmherzigkeit herausgezogen worden war. Ich schauderte beim Anblick meiner ganzen Verderbnis und war betäubt, gerührt, zermalmt von Bewunderung und Dankbarkeit. Er empfand seine Verwandlung so stark, dass er weiterschreibt, ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, ob ich Alfonso oder ein anderer sei. Ich nahm eine solch entscheidende Veränderung in mir wahr, dass ich mich für einen anderen hielt, für ein anderes Ich hielt. Ich wollte mich wiederfinden, fand mich aber nicht. Aus dem Grund meiner Seele stieg aber eine begeisterte Freude auf. Das finde ich toll. Man weiß nicht mehr, wer man ist, aber man hat eine großartige Freude. Klingt wie nach einem Joint, ne? Na, vielleicht will das ja die Regierung. Wie heißt das, was Sie jetzt akzeptiert haben? Cannabis. Boah, ich versuch's mal. Und dann bin ich Ratisbon. Die Verkündigung eines Evangeliums, welches das Bekenntnis der Sünden überflüssig macht, wir hatten das Thema heute, wäre Betrug an den Menschen. Jesus selbst zeigt uns, dass die Verkündigung mit dem Ruf nach Umkehr beginnt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1, 15. Und dieser Ruf bliebe wirkungslos, wenn er den Menschen nicht gleichzeitig auch zur Umkehr befähigen würde. Diese Umkehr besteht im Glauben an das Evangelium, an das Wort Gottes, wie wir das so schön getört haben, die Tage. Und wie kann es sein, dass ein Glaube heilsentscheidend ist? Seit Immanuel Kant lautet der klassische Einwand, dass über den Wert des Menschen allein seine Moralität entscheidet, nicht sein Glaube. Dies würde stimmen, wenn der christliche Glaube nichts weiter wäre als eine theoretische Erkenntnis vom Himmel gefallen, eine Frage der Weltanschauung. Der Clou der Rede vom Licht im Johannesevangelium besteht aber gerade darin, die Glaubensentscheidung zu einer Frage der moralischen Gesinnung zu machen. Das Licht ist das Gute,
von dem schon Platon wusste, dass es die Dinge sichtbar macht. Sie kennen sein Höhlengleichnis. Doch während das Gute bei Platon bloß eine Idee ist, offenbart es sich im Christentum als eine lebendige Person, Jesus Christus. Gott ist die Güte in Person. In Christus ist sie sichtbar erschienen und durch den Heiligen Geist in uns wirkmächtig. So wie es unmöglich ist, der Stimme des eigenen Gewissens gegenüber moralisch neutral zu bleiben, so unmöglich ist die Neutralität gegenüber Christus. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer dem Heiligen Geist. 1. Korinther 12,3. Der Heilige Geist ermächtigt uns zu einem Glauben, der uns zu Kinder Gottes macht. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. In dieser Lichtmetaphorik, Johannes 12, 36. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt. Sein Wirken, Jesu Christi Wirken, ersetzt nicht unser eigenes Wirken, sondern bewirkt es gerade. Wenn er in uns wirkt, dann drängt er nicht unser eigenes Wirken zurück. Er verurteilt den Menschen nicht zur Passivität. Seine Macht tritt nicht an die Stelle unseres Wirkens, sondern steigert gerade unsere Wirkmöglichkeit, so wie das Licht, indem wir es empfangen, die Sehfähigkeit des Auges aktualisiert und es zum Sehen bringt. Gottes Macht ist das Gegenteil von Machtmissbrauch, ist das Gegenteil von Nötigung, ist das Gegenteil von Zwang. Alfonso Ratisbon erfuhr seine Bekehrung als ein völlig unerwartetes Geschenk, das er zunächst nur empfangen konnte. Er konnte das Licht nur sehen, aber indem er es empfing und damit zu Jesus in ein Verhältnis trat, setzte es sein Vermögen frei, bekam Macht, der zu sein, der er sein sollte, und am Heil seiner eigenen Seele, wie auch der Seelen vieler anderer, mitwirken zu können. Nehmen wir uns diesen Menschen zum Beispiel, und vielleicht haben wir schon gespürt, wie wohltuend das Licht Jesu ist, seine Wahrheit, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Amen.